Wir haben folgende Themen. Wir wollen natürlich einmal die 13x heute installieren. Da wir uns in der Basisschulung befinden, werden wir wirklich die einfachste Variante durchgehen, die man bei einer Installation der 13x durchführen kann. Sprich, wir haben eine lokale Installation auf einem Windows-Betriebssystem ohne virtuelle Maschinen oder sowas, sondern wirklich eine einzelne Maschine. Wir haben nur eine Netzwerkkarte. Und wir haben zunächst einmal lokale Telefone, die wir dann heute im Laufe der weiteren Präsentationen auch noch provisionieren werden. Und wir werden mit dem Klienten auf verschiedenen Plattformen arbeiten. Das sind so unsere Ziele für heute. Beginnend natürlich von null mit der Installation der Anlage. Wir werden dafür zunächst die Präsentation durchgehen, mit der ich jetzt auch direkt anfange. Ziel dieses Moduls ist, wie ich gerade schon gesagt habe, die Installation der 13x. Wir wollen kurz darüber sprechen, was zu beachten ist innerhalb des Netzwerkes, was bedeutet FQDN und was ist da zu beachten, welche Möglichkeiten sind bereitgestellt. Gleiches gilt natürlich für die Zertifikate. Und anschließend arbeiten wir uns einmal durch den webbasierten Setup-Assistenten, also durch den Einrichtungsassistenten von 13x, so dass wir das System dann auch live installieren können. Ich werde in der Präsentation so ein bisschen hin und her springen, weil es ganz schön viele Folien sind, und viele Sachen einfach doppelt drankommen. Und ich bisher immer so ein bisschen in Zeitnot kam, schon in der alten, Version der Folien. Deswegen, wenn das zu durcheinander wird, auch dann bitte unbedingt einen Hinweis in den Chat, dann würde ich nämlich wieder ein bisschen zurückfahren mit dem Ganzen. Ansonsten versuche ich das Ganze so umzusetzen, dass wir eben uns an den Folien langhangeln, aber die Installation dann auch live begleiten, sodass wir hier nicht doppelte Informationen verbreiten. Wir haben generell zwei Möglichkeiten, 13x oder zwei unterschiedliche Betriebssysteme, auf denen 13x installiert werden können. Wir haben einmal die Möglichkeit, Linux Debian 9 zu benutzen, zu verwenden, um 13x darauf zu installieren. Bei Linux ist es halt so, dass wir nur die Version 9 noch unterstützen. Ab der Version Service Pack 6 von 15.5 ist das so. Wir haben hier die Richtlinien angepasst. Man kann auf einer bereits vorhandenen Debian-Installation natürlich 13x nachschieben. Man kann aber auch direkt mit dem 13x ISO-Image, was wir auf unseren Seiten bereitstellen, eine Komplettinstallation inklusive des Linux-Paketes machen, sodass man hier im Vorfeld sich um nichts weiter kümmern muss. Für Windows, und darauf beschränken wir uns, wie gesagt, heute hauptsächlich, empfehlen wir den Einsatz von Windows 10 Betriebssystemen in der Pro- oder Enterprise-Version. Bitte auf die 64-Bit-Variante achten. Außerdem haben wir noch die Möglichkeit, Microsoft Server zu nutzen. Hier empfehlen wir 2016, 12 R2 oder 2012. Auch hier natürlich ganz klar die Empfehlung auf das neueste Betriebssystem, Microsoft Server 2016. Hier haben Sie ja die höchste Wahrscheinlichkeit der zukunftsorientierten Kompatibilität. Ansonsten ist es so, dass wir natürlich auch innerhalb des Betriebssystems einige ja, Voraussetzungen benötigen. Wichtig ist, dass das Windows-Betriebssystem auf dem neuesten Stand ist. Wir benötigen mindestens eine .NET Framework-Version 4.6.1, um die Funktionen gewährleisten zu können. Als kompatible Browser für das Arbeiten mit 13x in der Management-Konsole empfehlen wir ganz klar Chrome als präferierten Browser. Ansonsten sind noch Edge und Firefox möglich. Bitte auf gar keinen Fall den Internet Explorer nutzen. Das ist in der Tat ein ganz wichtiger Punkt. Der Internet Explorer, der macht verschiedenste oder verhält sich in verschiedenen Situationen, ja, sagen wir mal so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Er macht gerne seine eigenen Sachen und hier kommen dann Probleme zustande wie Status. Punkte für Telefone oder Provider werden nicht grün, obwohl die Geräte registriert sind. Codecs können nicht vernünftig konfiguriert werden und so weiter und so fort. Das alles tritt mit dem Internet Explorer auf und das bitte ich Sie zu verhindern, indem Sie einfach den Internet Explorer nicht nutzen. Ansonsten ist es ganz wichtig, dass keine weitere Software auf dem Rechner installiert ist. Kein Exchange, kein SQL, DNS, VPN. Sollte möglichst umgangen werden, einfach auch hier, um den entsprechend reibungslosen
Betrieb gewährleisten zu können. Antivirensoftware ist immer so eine Sache. Natürlich empfehlen wir den Einsatz von Antivirensoftware. Allerdings muss hier dann darauf geachtet werden, je nachdem, welche Lösung genutzt wird, dass gegebenenfalls für 3CX die entsprechenden Verzeichnisse oder auch die Zugriffe auf Netzwerklaufwerke freigegeben sind, sodass es hier nicht zu Einschränkungen kommt, die uns dann Probleme bereiten können. Ganz kurz die Voraussetzungen für Linux-Betriebssysteme, bevor wir uns dann vollends der Windows-Installation widmen. Linux ist genauso wie bei Windows bitte als Solo-Betriebssystem zu verwenden. Das heißt, es sollte auch hier keine andere Software installiert sein. Und natürlich ist auch hier darauf zu achten, dass die neueste Version von oder die neuesten Updates von Debian 9 jeweils mit installiert werden. Sicherheitsupdates und so weiter und so fort. Wir haben die Möglichkeit, 3CX in virtuellen Maschinen zu installieren. Und das getestete Plattform hierfür dient Microsoft Hyper-V, größer Version 2008 R2, VMware ESXi, mindestens in der Version 5.0, KVM und Citrix Xen Server, mindestens Version 7. An dieser Stelle ganz kurz ein Einwand. Es wird immer wieder gefragt, wie verhält sich das Ganze mit VirtualBox? Kann ich das auch nutzen? Theoretisch ja. Natürlich kann man VirtualBox nutzen, aber ich würde empfehlen, das nicht in einer produktiven Umgebung zu tun, aus dem ganz einfachen Hintergrund. VirtualBox ist ebenfalls ein kostenloses oder ist ein kostenloses Produkt, welches nur bedingt Support bietet oder supported wird vom Hersteller. Und wenn es hier irgendwie zu Updates kommt oder sowas, die dann zu Problemen führen, dann haben wir natürlich nicht die Möglichkeit, da irgendwie drauf einzugehen, beziehungsweise können wir nicht garantieren, dass der Betrieb hier immer gegeben ist. Bei den Versionen, die hier im Einsatz sind, handelt es sich um kostenpflichtige Varianten. Da kann man dann natürlich auch ja mit dem entsprechenden Support rechnen, wenn es mal zu Schwierigkeiten kommt. Ansonsten bleiben wir noch kurz bei der Linux-Geschichte. Die kann man natürlich auch auf unterschiedlichsten Plattformen installieren. Die 3CX ISO, von der ich bereits vorhin gesprochen habe, kann man auf Bare-Metal-Maschinen installieren, also sprich als dedizierte Maschine ohne irgendwelche anderen Software oder Betriebssysteme und natürlich auf lokalen virtuellen Maschinen. Ansonsten haben wir die Möglichkeit, PBX Express zu verwenden. Das ist ebenfalls eine Linux-Distribution, die von unserer Seite bereitgestellt wird für die Anbieter 1&1 Amazon, Google Cloud, Microsoft Azure, OVH und OpenStack. Ansonsten besteht natürlich die Möglichkeit, wenn bereits ein Linux-System vorhanden ist, auf das man eben 3CX installieren möchte, dann arbeitet man einfach mit apt-get, um so die entsprechende Installation durchführen zu können. Was brauchen wir für Hardware-Voraussetzungen? Hier kommen wir jetzt in den Bereich, dass es egal ist, ob wir über Linux oder Windows reden. Im Endeffekt ist es so, dass die minimalen Anforderungen auf unseren Seiten dokumentiert sind. Ich werde da mal ganz kurz hinswitchen. CX-Webseite sehen mit den Hardware-Requests. Hier kann man so Beispielinstallationen rufen mit 3,2 Gigahertz, 2 Gigabyte Arbeitsspeicher, 30 Gigabyte Festplatte und so weiter. Das gleiche geht dann nach oben skaliert, 64.024 parallele Anrufe und so weiter und so fort. Man kann das also nachlesen. Generell sei zu sagen, dass das natürlich mit zu genießen ist, weil es kommt natürlich ganz stark darauf an, Aufzeichnung genutzt. Werden viele Fakten oder handelt es sich um 2000 Geräte, die auf der ganzen Welt verteilt sind? Und so weiter und so fort. Wie viele Provider sind im Einsatz? Das sind alles Themen, die hier mit reinspielen und die natürlich beachtet werden sollten, wenn die Ressourcen für eine Anlage geplant werden. Generell ist es so, wenn Sie Fragen haben zu konkreten Installationen, dann melden Sie sich kurz bei uns im Support und dann gehen wir das Thema gemeinsam durch. Dann gehen wir durch das Szenario und gucken, was wir an der Stelle empfehlen können,
das natürlich im Idealfall, bevor das Ganze dann in die konkrete Planung geht. Auch das Netzwerk muss gewisse Anforderungen mit sich bringen, damit eben ein reibungsloser Betrieb gewährleistet werden kann. Generell sollte man natürlich eine Übersicht darüber haben, wie ein IP-Netzwerk funktioniert. Ich denke, das ist selbstverständlich. Es sollte sich um ein möglichst simples RFC-definiertes internes Netzwerk handeln. Das heißt also, im Idealfall stehen PBX und Telefone im selben Subnetz. Da gehen wir auch heute wieder von aus, weil, wie gesagt, Basisinstallation. Es sollte darauf geachtet werden, dass das System selber so einfach wie möglich gehalten wird, sprich nach Möglichkeit nur ein Netzwerkanschluss. Alle anderen Daten sollten einfach deaktiviert werden. WLAN sollte komplett deaktiviert werden. Bitte die 3CX nicht über WLAN ins interne Netzwerk bringen, das gibt nur Probleme. Die Anlage sollte bitte nur auf einer IP-Adresse erreichbar sein, intern. Und natürlich, also SIP, IP zur Anlage aus dem internen Netzwerk möglich gemacht werden. Es darf also nicht vorkommen, dass irgendwie eine Firewall oder irgendwelche anderen Dienste auf den entsprechenden Ports dazwischen spucken. Weiter benötigen wir eine konfigurierbare Firewall. Das ist wichtig, weil wir NAT-Tabellen anpassen müssen, um den Betrieb gewährleisten zu können. Das heißt also, egal für welche Lösung Sie sich entscheiden, Sie sollten entsprechend mit der Firewall so weit umgehen können, dass die Firewall-Regeln eingestellt werden können, dass gewisse Aliases angelegt werden können für die verwendeten Telefone und für die 3CX. NAT-Tabellen müssen erstellt werden, habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt. Und das Ganze sollte sichergestellt sein, bereits zum Zeitpunkt der Installation. Wichtig hier ist, dass nicht nur während der Installation das Ganze laufen muss, sondern dann natürlich auch im Betrieb anschließend. Hierzu wiederum ist es wichtig zu wissen, natürlich ist mir bewusst aus der Praxis, dass es nicht immer möglich ist, Zugriff auf die Firewall zu kriegen, weil man selber zum Kunden kommt und nur in Häkchen die Telefonanlage einrichten soll, das Netzwerk steht aber schon oder die Firewall wird vom Drittanbieter administriert und so weiter und so fort. Es gibt ja die unterschiedlichsten Szenarien. An der Stelle kann ich einfach nur empfehlen, bitte unbedingt dafür sorgen, dass jemand als Ansprechpartner zur Verfügung steht, der entsprechenden Zugriff auf die Firewall hat, damit die entsprechenden Anpassungen vorgenommen werden können. Welche Anpassungen das genau sind, da kommen wir nochmal am morgigen Tag zu. Da reden wir dann darüber, wie die Firewalls für 3CX eingestellt werden müssen. An der Stelle soll das erstmal reichen. Wichtig ist, dass der Internetzugriff für die Anlage ermöglicht wird, dass nach Möglichkeit am Serverstandort eine statische IP vorhanden ist, also eine statische Provider-IP ins Internet öffentlich. Es sollten keine Proxies und keine SSL Deep Package Inspections aktiviert sein im Netzwerk und die hier aufgelisteten Links sollten erreichbar sein und dann sind im Prinzip die grundlegenden Voraussetzungen schon geschaffen, um die Installation durchzuführen und die Anlage in Betrieb zu nehmen. Wenn es dann losgeht mit der Installation, dann benötigen wir natürlich einen Lizenzschlüssel. Das ist auch die erste Frage, die in dem Einrichtungsassistenten kommt, die Frage nach der Lizenzierung. Wir haben generell drei unterschiedliche Lizenzvarianten. Wir lizenzieren entweder in der Standardversion, in der Pro-Version oder in der Enterprise-Version. Bereits die Standardversion bringt diverse Funktionen mit, die man von einer Telefonanlage erwarten kann. Warteschleifen, die Möglichkeit, Anlagen zu brücken, also zu kombinieren, Bridges genannt bei uns. Anrufberichte können erstellt werden. Dann die Bereitstellung von FQDNs und eines SMTP-Servers von 3CX. Und hier sind wir dann auch schon bei der ersten Unterscheidung zu den höheren Varianten, zu den höheren Lizenzierungen. Die Standardvariante ermöglicht nur den Einsatz des 3CX-FQDN und des 3CX-SMTP. Was das dann für die Installation bedeutet, da kommen wir gleich noch zu im Laufe der Demo. Aber das an dieser Stelle.
Die Pro-Version bietet halt mehr Möglichkeiten, unter anderem den Einsatz von eigenen FQDNs, eigenen SMTP-Servern, eigenen SSL-Zertifikaten und so weiter und so fort. Wir haben in der Pro-Version erweiterte Anrufberichte und erweiterte Warteschleifenfunktionen. Auch da werden wir im Laufe der weiteren Webinare darauf eingehen, was das genau bedeutet. Wir haben bei der Pro-Version bereits die Integration für diverse CRM-Systeme oder das Hotelmodul mit integriert. Das sind im Prinzip so die groben Vorteile der Pro-Lizenzierung. Dann haben wir als dritten Punkt noch die Enterprise-Variante. Im Prinzip sind hier alle Funktionen enthalten, die auch in der Pro-Version enthalten sind, plus erweiterte Einstellungen für Anrufaufzeichnungen. Man kann an verschiedenen Stellen im System benutzerdefinierte Logos verwenden. Und man kann vor allem mit derselben Lizenzierung eine zweite Anlage aufsetzen, um ein Failover-Szenario zu realisieren, sprich, im Worst Case, wenn die Anlage ausfällt, kann das zweite System mehr oder weniger nahtlos den Betrieb übernehmen und würde dann entsprechend ja weiterarbeiten, sodass es nicht zum Ausfall der Telefonie kommt. Wenn es also wirklich um große Installationen geht, bitte die Enterprise-Version beachten. Ansonsten Standard oder Pro, wie gesagt, je nachdem, welche Funktionen genutzt werden sollen. Hier ist nochmal eine Verlinkung zu der Seite, wo die Lizenzierungen detailliert verglichen werden können. Auch die habe ich hier schon mal offen. Hier sehen wir sie. Man hat also den Versionsvergleich und kann dann sehen, welche Features sind in welcher Version vorhanden. Man sieht schon, es gibt Abstufungen, aber auch die Standardlizenzierung bietet schon eine wirkliche Vielzahl an Telefoniefunktionalitäten. Wie gesagt, ich würde hier kurz nur durch die Folien durchschlittern, bevor ich dann in die Live-Demo gehe. Wir haben also die Installationsdatei heruntergeladen. Von wo zeige ich gleich noch. Wir haben das Windows-System auf dem laufenden aktuellen Stand und möchten dann die Installationsdatei ausführen. Was passiert? Es startet die Windows-Installationsroutine, wo dann der Installationspfad festgelegt wird und so weiter und so fort. Wenn das Ganze durchlaufen wurde, dann startet der Einrichtungsassistent und die erste Frage, ich habe es vorhin schon gesagt, ist dann natürlich nach dem Lizenzschlüssel. Der wird eingegeben und mit Next wird das Ganze bestätigt und dann geht es los. Es wird dann gefragt, wie oder unter welchem FQDN die Anlage in Betrieb genommen werden soll. FQDN ist halt der Hostname des Systems, über den das System dann später von extern erreichbar ist, mit dem sich die Telefone, die vielleicht von extern angebunden sind, registrieren und so weiter und so fort. Und in der Standardinstallation oder Standardlizenzierung ist es halt so, dass 13x den FQDN die Bereitstellung des FQDN mitbringt und anbietet. Nein, jetzt habe ich mich verhaspelt, Entschuldigung. Natürlich ist es in allen drei Lizenzierungen so, dass der FQDN von 13x bereitgestellt wird. In den höheren Lizenzierungen, wie gerade erwähnt, kann ich dann natürlich auch eigene verwenden. Dafür ist allerdings mehr Administrationsaufwand gegeben. Ich muss halt dafür sorgen, dass die Zertifikate, die ich nutze, entsprechend für den FQDN, den ich nutzen möchte, zugelassen sind. Es muss darauf geachtet werden, dass die Zertifikate, die ich nutze, die richtigen Formate haben. Es muss darauf geachtet werden, dass die Telefone, die ich nutze und der Provider, den ich nutze, auch mit diesen Zertifikaten arbeiten kann und so weiter und so fort. Das alles sparen Sie sich natürlich, wenn Sie, wie heute in der Live-Demo, unterstützte Telefone nutzen, den 13x FQDN nutzen, die 13x Zertifikate nutzen und ja, sich an diese einfache Variante halten, über die wir heute sprechen möchten. Ansonsten habe ich erwähnt, dass eine statische IP-Adresse genutzt werden sollte. Das ist die ganz klare Empfehlung von uns an dieser Stelle. Auch hier natürlich besteht die Möglichkeit, dass dynamische IPs genutzt werden können. Das führt aber dazu, dass wenn die IP wechselt und wir uns in der
Standard- oder Pro-Lizenzierung befinden, es bis zu 6 Stunden dauern kann, dass die DNS-Einträge aktualisiert werden. Im schlimmsten Fall ist die Anlage in diesen 6 Stunden nicht von außen erreichbar. Das heißt natürlich, man kann raustelefonieren, man kann auch intern telefonieren, aber man kann halt von außen nicht angerufen werden. Bei der Enterprise-Lizenzierung geht die Aktualisierung schneller. Hier dauert es, jetzt müsste ich lügen, ich glaube 5 oder 15 Minuten maximal. Da bin ich mir jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher. Ich glaube, es sind sogar 5. Also auch hier bitte darauf achten, im Idealfall immer die statischen IPs nutzen für Produktivsysteme, um Ausfallzeiten oder Zeiten der Nichterreichbarkeit der Anlage zu vermeiden. Hier nochmal die Vorteile ganz kurz aufgeschlüsselt, die 3CX-Domain mit sich bringt oder der 3CX-Domain-Service für Sie bietet, nämlich der kostenlose öffentliche FQDN, der, wie gesagt, einfach während der Installation erstellt werden kann, die dazugehörigen Zertifikate, die direkt bereitgestellt werden, um die Sie sich nicht kümmern müssen, und man hat halt die Möglichkeit, dynamische IPs zu nutzen. Auch hier, wenn eigene FQDNs genutzt werden sollen, dann muss darauf geachtet werden, dass auch diese dynamischen IPs entsprechend unterstützt werden. Wird das Ganze dann in dem Einrichtungsassistent eingetragen. Ich denke, wir brauchen nicht weiter darauf eingehen. Wir klempern uns nachher durch die Maske durch. Dann besprechen wir das Ganze nochmal. Wir geben also den Hostnamen ein, die Domain und so weiter, bestätigen das Ganze. Es geht dann weiter und wir müssen an dieser Stelle bereits Port-Einstellungen festlegen, nämlich einmal den HTTP-Port. Der ist per Default in der 3CX-Installation auf 5000 gesetzt. HTTPS sitzt auf 5001 und der SIP-Port ist der Standard-SIP-Port 5060, welcher hier per Default in dem Einrichtungsassistent angeboten wird. Zusätzlich haben wir noch den Tunnel-Port, über den dann zum Beispiel Bridge-Verbindungen zu anderen Systemen oder aber auch Verbindungen von der Außenwelt vom 3CX-Klienten aufgebaut werden können. Oder wenn von externen SBC genutzt wird, auch da kommen wir später noch zu, was das bedeutet. Generell, der Tunnelport ist bereitgestellt für getunnelte, verschlüsselte Verbindungen zwischen 2 3CXen oder einer 3CX und einem der anderen Services. Diese Ports, und das ist jetzt ganz wichtig, diese Ports werden einmalig während der Installation festgelegt und können dann in dem System nicht mehr geändert werden. Wenn Sie diese Ports anschließend ändern möchten, dann ist eine Neuinstallation der Anlage vorausgesetzt, weil eben, wie gesagt, nicht die Möglichkeit besteht, diese Ports nachträglich in der Management-Konsole anzupassen. Also bitte, wenn beim Kunden abweichende Ports genutzt werden sollen, diese direkt bei der Installation mit angeben, damit es hier dann nicht später zu doppelter Arbeit kommt. Intern stellt sich das Ganze so, dass wir zwei Möglichkeiten haben, und zwar einmal die Nutzung der lokalen IP und einmal die Nutzung eines lokalen FQDN. Beides hat Vor- und Nachteile. Die lokale IP macht das Ganze natürlich einfacher, wenn ich kein verwaltetes Netzwerk habe intern, das heißt nicht die Möglichkeit habe, intern entsprechende FQDNs anzulegen und IPs zu vergeben und so weiter und so fort. Dann kann ich über die lokale IP arbeiten, die ich vom DHCP-Server zugestellt oder zugeteilt bekomme und diverse Provisionierungslinks und so weiter und so fort, die also Wege bereitstellen, auf Daten in dem System zuzugreifen. All das wird dann mit der lokalen IP ausgeführt. Währenddessen, wenn ich den FQDN nutze, ich natürlich die Möglichkeit habe, dynamische IPs zu nutzen, solange sie auf diesen FQDN entsprechend verweisen. Ich habe außerdem die Möglichkeit, ein Failover-System aufzusetzen, welche dann beide dieselben FQDNs nutzen, mit unterschiedlichen IPs, wo dann entsprechend hin und her geschaltet wird. Ganz wichtig ist natürlich, um einen internen FQDN zu nutzen, ich habe es gerade schon gesagt, sind verwaltbare DNS-Server und DHCP-Server benötigt, die entsprechend oder auf die entsprechend der Zugriff auch natürlich bestehen muss. Wir werden uns heute mit der lokalen IP beschäftigen. Wie gesagt, Basisschulung, die einfachste mögliche Art der Installation.
nochmal aufgelistet die Vor- und Nachteile von internem FQDN und IP. Ich habe sie gerade schon vorweggegriffen, deswegen zeige ich nur kurz die Folie. Hier ist das alles nochmal aufgeschrieben, wie gesagt. Aber ich denke, wir brauchen an dieser Stelle nicht weiter darauf eingehen. Geht es weiter im webbasierten Assistenten? Wir müssen also die Nebenstellenlängen eintragen. Auch das ist eine Einstellung, die hinterher nicht mehr verändert werden kann. Alle internen Nebenstellen werden mit einer gewissen Länge vergeben. Diese Länge wird hier festgelegt. Bitte darauf achten, wenn Sie kurz unter einer Grenze sind, keine Ahnung, es sind 95 Mitarbeiter, es besteht aber die Möglichkeit, dass irgendwann mal noch 6 Leute dazukommen. Am besten gleich die dreistelligen internen Nebenstellen nutzen, auch hier, damit es später nicht zu Problemen kommt. Denn auch hierfür ist es so, dass wenn diese Einstellung nachträglich geändert werden soll, die Anlage einmal neu installiert werden muss. Ansonsten muss eine Administrator-E-Mail eingetragen werden. Zu dieser Adresse werden Update-Informationen geschickt, Backup- und Wiederherstellungsinformationen sowie Warnungen des Systems oder Informationen des Systems. Auch da kommen wir in einer der späteren Schulungen nochmal detaillierter drauf. Und wir müssen den Mail-Server festlegen. Wie bereits erwähnt, Standardlizenzierung bietet nur den 3CX-SMTP. In den anderen größeren Lizenzierungen haben wir dann die Möglichkeit, eigene SMTPs zu konfigurieren oder eben andere Templates für E-Mail-Services zu nutzen. Über diesen SMTP-Server werden dann die Welcome-E-Mails verschickt, die an die Nebenstellen gehen. Es werden Faxe, die als PDF versendet werden, über diesen SMTP geschickt, genauso wie Voicemails oder Hinweise zu verpassten Anrufen. Ansonsten müssen wir noch Länder- und Zeiteinstellungen definieren im Einrichtungsassistenten. Wir müssen die Registrierung des Lizenzschlüssels vornehmen, wofür wir ebenfalls unsere E-Mail-Adresse eingeben, eine Telefonnummer, unter der wir erreichbar sind, genauso wie das Land. Und wenn Sie bereits eine Partner-ID haben, dann kann die hier natürlich auch eingetragen werden. Ganz wichtig, wenn ein Schlüssel bereits mit einem FQDN aktiviert wurde, und Sie diesen Schlüssel erneut nutzen bei der Installation, dann werden diese Daten während der Installation von unserem Lizenzserver gezogen und Sie müssen die Registrierung kein zweites Mal vornehmen. Andersrum ist es natürlich wichtig, wenn der Schlüssel für einen neuen Kunden genutzt werden soll, weil der alte abgesprungen ist oder so, man den Schlüssel über hat, dann müssen die Daten natürlich angepasst werden. Das geschieht dann bitte im Partnerportal. Hier haben Sie Zugriff auf Ihre Registrierungsdaten und dort können dann die Daten für die einzelnen Schlüssel entsprechend aktualisiert werden. Wenn das Ganze fertig durchlaufen wurde, dann kommen wir auf dieses Fenster. Viele von Ihnen werden das wahrscheinlich schon kennen. Auch da gehe ich gleich drauf ein. Wir sind mit dem ersten Foliensatz soweit durch und ich möchte direkt in die Installation gehen. Wir haben hier die Seite 3cx.com/phone-system/download-links. Auf dieser Seite haben wir alle Softwareversionen, die von 3CX angeboten werden, in der aktuellsten Version zum Herunterladen aufgelistet, genauso wie das Administratorhandbuch und auch das Benutzerhandbuch. Wenn Sie also bei Google einfach nach Download 3CX suchen, dann werden Sie als ersten Eintrag diese Liste finden und hier haben Sie halt die Möglichkeit, die Installationsdateien herunterzuladen für Windows, für Debian, für auch für die Klienten. Und auf meinem dritten Monitor bin ich auf einer Windows-Maschine, auf die ich mit Remote Desktop zugreife. Hier habe ich die Installationsdatei bereits heruntergeladen für 3CX. Ich denke, den Schritt sparen wir uns. Ich führe diese Installationsdatei jetzt aus und während ich den Assistenten durchlaufen lasse, gucke ich mal ganz kurz in den Chat rein und sehe hier schon einiges. Ich kann das jetzt natürlich leider nicht alles durchlesen im Nachhinein. Gibt es Fragen, die konkret noch offen sind? Ist das jetzt der Punkt? Um diese zu stellen, denn wir warten jetzt hier darauf, dass meine Maschine reagiert, weil ich die Installationsdatei ausgeführt habe. Ich gucke mal kurz, was mein Taskmanager macht.
Läuft alles hier unten. Jetzt ist es aufgegangen. Ich muss der Windows-Maschine natürlich sagen, dass 3CX sie beeinflussen darf. Hier wird diskutiert oder hier wird gesprochen im Chat. Wie gesagt, wenn es offene Fragen gibt, bitte einfach kurz her damit. Ich klicke mich in der Zeit durch den Assistenten. Ich muss natürlich die Lizenz-Agreement oder das Lizenz-Agreement bestätigen. Hier ist die Frage nach Safari. Safari kann auch genutzt werden zur Installation. Allerdings ist Safari nicht so ausgiebig getestet. Also auch hier würde ich jetzt persönlich nicht garantieren, dass alles fehlerfrei läuft. Im Idealfall Chrome, Firefox oder Edge. Bis zu welcher 3CX-Version abwärts werden Konfigurations-Backups übernommen? Da kommen wir auch in den weiteren Schulungen zu, worauf zu achten ist, wenn von einer älteren Version geupdatet werden muss. Generell ist es so, dass die 15, nee, die 15.0, ich glaube ab 15.0 muss man nichts machen. Bei der 14er bin ich mir jetzt nicht sicher. Wie gesagt, im Detail kommen wir da noch drauf. In der weiterführenden Schulung. Generell ist es aber so, dass wir sowieso mittlerweile empfehlen mussten oder empfohlen haben, alle Systeme auf 15.5 Service Pack 6 zu updaten. Das hat den Hintergrund, dass wir Umstellungen mit den Zertifikatsservern hatten. Und bei älteren Anlagen, im Neustart der Anlage zum Beispiel oder erneute Registrierung der genutzten Lizenzen, dann zu Problemen mit den Zertifikaten kommt, was dann zur Einschränkung in der Funktionalität führt. Also bitte unbedingt immer 15.5 Service Pack 6 mindestens installieren. Wenn die neuen Versionen rauskommen, gilt natürlich wie mit jeder Software immer die neueste Variante benutzen, damit Sie hier auf der sicheren Seite sind. Wenn es darum geht, die alten Systeme zu backuppen, wie gesagt, ich meine, es ist morgen oder in der Advanced-Schulung in der Intermediate-Schulung nächste Woche dann ein Thema, worauf zu achten ist. Da kann ich jetzt nicht im Detail drauf. Hier wurde irgendwie darüber gesprochen, FQDN muss von der Lizenz gelöst werden und so weiter. Und jetzt lese ich gerade, dass der Ton wieder weg ist. Ist das bei allen der Fall oder ist das nur ein Einzelfall? Vielleicht können Sie mir kurz bestätigen, wenn man mich hört oder nicht. Ton ist gut, teilweise schlecht. Okay. Ton weg, teilweise weg. Okay, zwischenzeitlich abgehakt. Wenn es schlimmer wird, bitte melden. Ich werde in der Zwischenzeit mal noch ein paar Einstellungen hier vornehmen. Einen Moment. Ich sehe gerade, wir haben die Installation erfolgreich abgeschlossen. Das ist also schon mal gut. Was jetzt passiert? Wir fragen hier, oder die 3CX fragt hier, ob wir die Installation über den Webbrowser oder über die Kommandozeile durchführen möchten. Ich wähle natürlich den Webbrowser aus. Das ist dann der Moment, wo wir in den Installationsassistenten reinlaufen. Das dauert jetzt noch einen Moment. In der Zwischenzeit schaue ich hier nochmal nach meinen Verbindungen. So, jetzt ist wirklich alles aus, was in irgendeiner Form dazwischen spucken könnte. Sollte das nicht besser werden oder sollte es schlimmer werden, dann bitte nochmal melden. Videobild abschalten. Das kann ich natürlich auch tun. Ich kann natürlich auch erstmal die Qualität des Videos noch ein bisschen runterschrauben. Einen Moment bitte. So. Habe ich jetzt gemacht. Generell sollte das Videobild ein bisschen schlechter sein, dafür die Übertragung aber besser. Schauen wir mal, wie es sich verhält. Bitte noch mal kurz Rückmeldung, wenn es geht. Und dann schauen wir mal, wie es sich weiterentwickelt. Okay, also zurück zur Installation. Wir haben, wie gesagt, hier den Assistenten. Das haben wir gerade schon in dem Screenshot gesehen. Hier ist es jetzt so, dass ich meine Lizenz natürlich vorbereitet habe. Eine Sekunde, wo ist sie? Hier ist sie. Kopiere ich mir kurz raus. Zack. Einfügen. Das ist mein Lizenzschlüssel.
Und ich werde eine neue Installation vornehmen, weil wir natürlich die Schritte alle einmal durchgehen wollen. Ich muss jetzt hier einen Benutzername angeben. Das ist bei mir der 3CX Trainer. Nee, gar nicht wahr. 3CX Demo. Und das Passwort ist dann Trainer. Das werden Sie auch gleich sehen. Das ist ganz egal. So. Dann habe ich hier die Auswahl meiner öffentlichen IP-Adresse. Meine öffentliche IP ist die hier genannte, die wurde korrekt erkannt. Ich klicke einfach auf Weiter. Ich möchte eine statische IP-Adresse nutzen. Ich habe jetzt hier die Einstellung der Ports, die belasse ich alle auf den Standardeinstellungen und gehe ebenfalls auf Weiter. Meine interne IP ist von meinem DHCP-Server fest zugeordnet. Ich möchte für die Installation die lokale IP-Adresse nutzen und klicke auf Weiter. Was jetzt passiert, ich habe es vorhin erwähnt, die Daten werden jetzt vom Lizenzserver gezogen, weil die Lizenz natürlich schon registriert war. Das dauert einen kleinen Augenblick, bis der Balken durchlaufen wurde. Haben Sie natürlich nochmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder nochmal eine kurze Rückmeldung zu geben. Wie ist es jetzt mit der Qualität? Ist das besser geworden oder? Gefragt, nur in Schwarz-Weiß. Ach so, wenn es über die Kommandozeile geht, es werden dieselben, genau, das war ein Hinweis, keine Frage. Es werden dieselben Sachen angezeigt und abgefragt. Das Ganze wird halt nur ein bisschen anders dargestellt. Für die Leute, die lieber damit arbeiten, anstatt mit einem Browser, ist das halt die zweite Variante. Generell besser, das ist natürlich schon mal gut. Offensichtlich ist hier irgendwie meine Internetverbindung gerade nicht ganz so rosig. Wir müssen, glaube ich, damit leben. Im schlimmsten Fall schalte ich das Video dann ganz ab. Aber wenn es gerade gut ist, dann soll das erstmal okay sein. So, ansonsten wird hier der FQDN gerade aktiviert. Das Ganze läuft jetzt noch einen Moment. In der Zwischenzeit gehe ich hier schon mal auf die Seite. Das wird meine Login-Seite werden. Hier sind wir jetzt in der Zwischenzeit fertig. Ich bin also wieder im Einrichtungsassistenten und generell bei meinen Installationen hier in meinem Demo-Netzwerk mache ich immer drei Ziffern für die internen Nebenstellen. Das reicht für meine Zwecke deutlich aus. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, wenn abzusehen ist, dass mehr Leute in der Firma oder mehr Nebenstellen benötigt werden, dann bitte entsprechend höhere Einstellungen nutzen. Jetzt haben wir die Admin-E-Mail. Das soll diese sein. Und dann haben wir als Mail-Server den SMTP. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, andere Dienste zu nutzen oder eben meinen eigenen Server zu konfigurieren. Ich nehme hier den 3CX SMTP, klicke auf Weiter und habe jetzt hier schon meine Ländereinstellungen entsprechend. Deutschland geht nicht einzugeben. Dann muss ich es kurz raussuchen. Einen Moment. Wenn ich nach Germany suche, geht es schneller. Da ist es. Ja. Und hier suche ich nach Berlin. Komm schon. Germany, Berlin. Okay. Das sind also meine Länder- und Zeiteinstellungen. Die Länder- und Zeiteinstellungen sind wichtig. Bitte darauf achten, dass hier die Daten eingegeben werden, an denen der Hauptstandort sitzt. Der oder von dem. Nein, der von dieser Anlage oder mit dieser Anlage betrieben wird. Wenn also die Anlage in einem Rechenzentrum irgendwo anders gehostet ist, bitte nicht die Ländereinstellungen von dort eintragen, sondern die Ländereinstellungen des Standorts, von dem das Ganze oder von dem gearbeitet wird mit der Anlage. Denn die Einstellungen, Ländereinstellungen und Zeiteinstellungen, ne, Zeiteinstellungen nicht, aber die Ländereinstellungen wirken sich zum Beispiel auf die internen Durchwahlen aus. Wenn wir zum Beispiel dreistellige Durchwahlen, Nebenstellenlängen haben,
Und wir sitzen in Deutschland, dann haben wir eine Voicemail-Nummer von 999. In anderen Ländern ist das aber eine Notrufnummer. Das heißt, wenn man jetzt in einem anderen Land sich anwählt, dann wird diese Voicemail-Durchwahl entsprechend angepasst. Hier sind wir an einem Punkt, wo wir eine zentrale Nebenstelle anlegen müssen. Eine Nebenstelle wird sowieso benötigt im System. Die wird hier schon mal festgelegt. Außerdem ist diese Nebenstelle automatisch der Abwurfplatz. Wenn Anrufe, die über einen Trunk eingehen, nicht zugeordnet werden können, dann landen diese auf diesem Abwurfplatz. Das ist bei mir eigentlich immer die Nebenstelle 201 und der Kollege Phil Boss. Als E-Mail-Adresse bekommt er 3cxtrainer@gmail.com. Das ist die Adresse, wohin seine Welcome-Mail versendet wird, über die er sich dann entsprechend mit dem Klienten anmelden kann. Ansonsten haben wir hier die erste Sicherheitsvorkehrung, die das System mit sich bringt, und zwar freigegebene Landeskennzahlen. Ich habe jetzt eingetragen, dass das System in Deutschland ansässig ist. Dadurch ist bisher bei der Installation nur Deutschland freigegeben. Sie sehen es hier. Man kann jetzt hier Länder hinzufügen, die man ebenfalls freigeben möchte, oder man klickt die Checkbox für den Kontinent einmal ab und wieder an und dann hat man alle Länder, die in diesem Kontinent vorhanden sind, automatisch freigegeben. So kann man natürlich einschränken, wohin die Anlage telefonieren kann und kann entsprechend für Sicherheit sorgen. Ich bleibe bei Deutschland und bestätige das Ganze mit Weiter. Außerdem möchte ich, dass die Anlage standardgemäß auf Deutsch eingestellt ist. Das stelle ich hier noch ein und dann wird nun die Anlage erstellt, die Datenbanken werden geschrieben, alles, was ich gerade konfiguriert habe, wird nun zusammengetragen und dann wird die Anlage ja fertiggestellt und der Zugriff ermöglicht. Da, da, da. Geht in der Zwischenzeit in den Chat, aber hier wird fleißig geschrieben. Hier ist die Frage, ob es dieses Webinar auch per PDF zum Nachschauen gibt. Ich werde hier in der Zwischenzeit einfach mal kurz auf 3cx.de, ja, schreiben kann es, auf 3cx.de gehen. Und auf 3cx.de finden Sie oben im Navigationsbereich den Punkt Lernen und dann die 3CX Academy. Dieser 3CX Academy finden Sie dann wiederum die drei Zertifizierungen. Und wenn Sie dann hier auf Start hier gehen bei der Bar, einzelnen Themen der Basiszertifizierung, sind die Folien hier. Ja, Präsentation. Das heißt, man kann die ganzen Folien hier auch nochmal nachlesen. Und wir haben die Webinare, die dann später auch in deutscher Sprache verfügbar sind. Bisher sind diese nur in englischer Sprache verfügbar. Wie gesagt, die Aufzeichnungen, die wir jetzt hier gerade vornehmen, die werden dann dafür genutzt. Das wird noch ein bisschen nachbearbeitet werden und dann online gestellt. Von daher, wenn die Blöcke durch sind oder der komplette Block der drei Schulungen, dann geben Sie uns bitte noch ein bisschen Zeit, damit wir das Ganze bearbeiten können und dann wird das Ganze entsprechend auch bereitgestellt. So, hier sind wir wieder auf der Windows-Maschine. Nach Abschluss der Konfiguration. Der Lizenzschlüssel wurde noch nicht aktiviert. Das ist, glaube ich, gelogen. Das ignorieren wir einfach mal. Die Anlage selber steht jetzt hier zur Verfügung. Im Localhost öffnet sich direkt die Managementkonsole. Ich kann mich anmelden und dann sind wir auf der besagten Seite, über die wir vorher gesprochen haben. Das ist unser Dashboard, auf dem wir verschiedenste Informationen verfügbar haben. Wir sind mit dem ersten Block der heutigen Schulung durch, wo ich Sie persönlich noch darauf hinweisen möchte,
Bevor irgendwelche weiteren Konfigurationen an der Anlage vorgenommen werden, bitte tun Sie sich selber den Gefallen, öffnen Sie den Firewall-Check und lassen Sie diese Funktion einmal durchlaufen. Das dauert einen Moment. Hiermit wird die Firewall, welche im Netzwerk vorhanden ist, auf Herz und Nieren geprüft für die Services, die die 3CX benötigt. Das heißt, hier kriegen Sie dann die direkte Rückmeldung, ob das Ganze erfolgreich durchlaufen wurde oder nicht, ob die entsprechenden Ports geöffnet sind und korrekt genattet werden. Wenn dieser Firewall-Check erfolgreich durchgelaufen ist, dann können Sie beruhigt mit weiterer Konfiguration fortführen. Solange wie das hier durchläuft, würde ich in der Zwischenzeit gerne in die weiteren Folien gehen, damit wir schon mal über die Konfiguration und den Einsatz des 3CX-Klienten sprechen können. Das ist nämlich jetzt der nächste Teil. So, ansonsten sind hier gerade noch ein paar Fragen reingekommen oder ein paar Hinweise. Bitte blättern statt scrollen. Reduziert die Bandbreite. Okay. Fullscreen? Fragezeichen. Ist die Präsentation nicht mehr im Fullscreen? Also jetzt gerade nicht, das ist mir bewusst, aber war sie eben nicht im Fullscreen zu sehen? Ich glaube, wir haben tatsächlich eine online. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Wie gesagt, zur Einrichtung der Firewall und so weiter kommen wir morgen. Da ist dann auch nochmal die Aufschlüsselung des 3CX Firewall-Checkers, was der macht und was da überprüft wird und so weiter. SIP-ALG immer abschalten, kommt hier der Hinweis. Das ist natürlich vollkommen richtig. Wie läuft eigentlich die 3CX Academy-Zertifizierung ab? Ist hier die Frage. Sie schauen gerade die Schulung dafür. Zusätzlich sind die Unterlagen, wie gesagt, auch nochmal online verfügbar und Sie können sich über das Partnerportal, meine ich, einfach an der Zertifizierungsprüfung anmelden oder diese durchführen direkt online. Und die Ergebnisse werden dann bei uns, bei den Kollegen im Vertrieb auflaufen und darüber kriegen Sie dann die entsprechende Zertifizierung. Okay, da hier immer mehr Hinweise kommen, dass die Bildqualität nicht so gut sei, werde ich tatsächlich das Video einfach mal deaktivieren. Die Qualität dadurch besser wird. Muss ich mich jetzt voll und ganz wieder auf Ihre Rückmeldung verlassen. Ich hoffe, dass das klappt. Und dann schauen wir mal, dass wir weitermachen können. Ansonsten haben wir jetzt das zweite Modul, das ist die Inbetriebnahme des Klienten von 3CX. Und ja, wir wollen natürlich darüber sprechen, wie der in Betrieb genommen wird, was das Ganze kann und bedeutet und so weiter und so fort. Wir reden also über eine Applikation, die auf unterschiedlichen Plattformen verfügbar ist. Und zwar haben wir die Anwendung für Windows-Betriebssysteme, für Mac-Betriebssysteme, außerdem für die mobilen Plattformen Android und iOS. Das Ganze ist im Endeffekt eine Telefonie oder eine Software, die Telefoniefunktionen bereitstellt. Wie gesagt, für mobile Geräte und für PC/Macs. Dann haben wir die Möglichkeit, die 3CX-Klienten intern und extern zu verwenden. Das Ganze wird über Provisionierung geregelt. Was das bedeutet, da kommen wir gleich noch drauf. Außerdem kann mit der Windows-Version ein Hardware-Telefon ferngesteuert werden als CTI-Funktion und man kann den Klienten immer als parallele Nebenstellennummer oder als paralleles Telefon derselben Nebenstelle nutzen, sogenanntes SIP-Forking. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, über dieselbe interne Nebenstellennummer auf meinem Schreibtischtelefon genauso wie auf meinem Mobiltelefon erreichbar zu sein. Welche Betriebssysteme sind vorausgesetzt? Bei Windows-PCs reden wir über Kompatibilitäten von Windows 10, 8.1, 8 und 7. Empfohlen auch hier wieder die Version 10. Für Mac OS X haben wir 10.13, 10.12
bis runter zu 10.10. Auch hier empfohlen High Sierra 10.13. Ich muss im Moment leider an dieser Stelle von der Verwendung von 10.14 abraten. Hier haben wir tatsächlich noch Inkompatibilitäten feststellen können, die sich darin äußern, dass die Applikation sehr träge ist oder Verbindungen abbrechen. Wenn also die Möglichkeit besteht, dann bitte noch nicht mit macOS 10.14 arbeiten. Wenn das aktualisiert wird, dann wird es ein entsprechendes Update von unserer Seite geben oder aber das Ganze wird gefixt werden mit dem nächsten Update von dem Mac OS X. Genau. Soweit zu den Rechnersystemen. Auf den mobilen Geräten ist es so, dass wir die Version 10, 11 und 12 bei iOS unterstützen. Version 12 ist ebenfalls mittlerweile getestet, ist hier noch nicht aktualisiert. Wichtig ist, dass wir ein Apple App Store Konto haben, sprich unsere Apple ID muss gültig sein. Und bei Android gehen wir von der Firmware 4.x oder höher aus, wobei wir auch hier die Version 9 empfehlen als aktuelle Variante. Und auch hier ist ein Google Play Store Konto Voraussetzung dafür, dass wir an die Applikation rankommen. Ganz schlicht und einfach. Das Ganze wird dann heruntergeladen, entweder auf den Rechnersystemen oder eben über die entsprechenden Stores von den Mobilgeräten und wird dann eingerichtet durch das entsprechende Installieren auf der jeweiligen Plattform. Das Ganze geschieht natürlich bei Windows durch die EXE-Datei, bei Mac durch die DMG und auf den Smartphones oder mobilen Plattformen, in dem die entsprechende Installation im Shop angestoßen wird. Wenn die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde, dann erscheint im Endeffekt immer eine solche Seite. Der Klient wurde installiert, es konnte jedoch keine Konfiguration erkannt werden. Wenn wir an diesem Punkt sind, haben wir unterschiedliche Möglichkeiten, das Ganze entsprechend zu provisionieren. Was bedeutet Provisionierung? Provisionierung ist eine Bereitstellung von vorbereiteten Konfigurationsdateien. Sprich, wir haben automatisch die herstellerspezifische Konfiguration bereitgestellt. Bei dem Klienten ist das natürlich relativ einfach, weil wir über eine 3CX-Produkt reden. Das heißt, hier wird die Konfiguration entsprechend bereitgestellt, sodass nichts am Klienten selber mehr eingestellt werden muss. Das verhindert natürlich Fehler und es ist einfach und schnell durchgeführt. Jeder Endnutzer kann diese Konfiguration eigenhändig durchnehmen. Hoppala. Entschuldigung, das konnten Sie jetzt nicht sehen, dass das kommt. Ich hoffe, es war nicht zu laut. Bereitstellung der Konfiguration. Dafür haben wir zwei Varianten, wie eben schon erwähnt. Einmal die Möglichkeit der Begrüßungs-E-Mail. Das heißt also, wenn wir eine Nebenstelle einrichten, können wir diese Begrüßungs-E-Mail versenden. Und in dieser Begrüßungs-E-Mail ist dann die Konfiguration enthalten. Die kann auf den Geräten heruntergeladen und ausgeführt werden. Und dann konfiguriert sich die 3CX-Applikation automatisch mit dem entsprechenden Konto. Wie führt man das Ganze durch? Ich denke, das brauchen wir nicht wirklich im Detail hier besprechen, weil wir es gleich nochmal live sehen werden, mehrfach. Von daher überspringe ich mal diese Folie. Sie können sie, wie gesagt, auf unseren Webseiten nochmal nachlesen. Die zweite Variante ist die Provisionierung über den QR-Code. Funktioniert in der Regel für die mobilen Apps, da diese ja dann, oder die mobilen Geräte, da die gleich die Kamera mit drin haben natürlich. Es ist also so, dass wir an verschiedenen Stellen im System QR-Codes für die einzelnen Nebenstellen bereitstellen. Diese QR-Codes können dann ganz einfach über die Applikation eingelesen werden. Die Applikationen haben jeweils einen Menüpunkt QR-Code scannen. Dann erscheint das typische Fenster mit dem Quadrat. Und wenn ich dann diesen QR-Code einscanne, auch dann geschieht die Konfiguration des Klienten vollautomatisch. Finde ich den QR-Code, einmal ist er ebenfalls in der Begrüßungs-E-Mail angehängt, dann finde ich ihn im Web-Client der Nebenstelle. Wenn ich mich also dort anmelde, dann hat der Nutzer immer wieder die Möglichkeit, sein neues Gerät zu reprovisionieren.
Und ansonsten habe ich natürlich auch in der Management-Konsole den QR-Code sichtbar, sodass ich in dem Moment, wo ich Zugriff auf die Administrationsoberfläche habe, auch hier nochmal konfigurieren kann. Wie mache ich das? Habe es gerade schon erwähnt, deswegen werde ich auch die Folie hier so ein bisschen außen vor lassen, die Begrüßungs-E-Mail öffnen oder eben die Seite, wo der QR-Code steht, dann QR-Code in der Applikation einscannen oder Provisionierung per QR-Code aktivieren und dann den Code einscannen und das Ganze läuft. Für diejenigen, die nicht wissen sollten, was ein QR-Code ist, auch wenn ich nicht glaube, dass wir jemanden in unserer Runde heute dabei haben, das ist ein QR-Code. Hier werden also die Daten entsprechend hinterlegt und wenn die eingescannt werden, dann werden sie entsprechend in die Konfiguration des Klienten geschrieben. Ist er dann in der Management-Konsole? Ich glaube, das kann ich alles überspringen, denn das sehen wir gleich noch. Und dann ist der Klient fertig konfiguriert und dann sieht das Ganze so aus. Er fährt also hoch. Ich sehe den entsprechenden Namen des Kontos, welches provisioniert wurde. Ich sehe, dass 3CX oder dass der Status der Nebenstelle verfügbar ist. Den aktuellen Anrufstatus sehe ich und ich habe noch ein paar mehr Möglichkeiten, wo wir dann gleich im Detail nochmal drauf eingehen. Eine Sache noch während der Präsentation, der 3CX-Klient für die mobilen Nebenstellen, das betrifft natürlich Rechnersysteme genauso wie Mobiltelefone, ist immer für beide Szenarien konfiguriert automatisch. Das heißt, er wird so konfiguriert, dass er von intern aus demselben Netzwerk genutzt werden kann. Er ist aber auch so provisioniert, dass er bei externer Nutzung über den Tunnelport 5090 sich an der Anlage automatisch registriert. Das heißt, sofern diese Einstellung nicht aktiv abgewählt wird, ist es so, dass die Klienten von extern immer so provisioniert sind, dass sie von extern über den verschlüsselten Tunnelport gehen. Dafür muss dieser Port natürlich entsprechend in der Firewall freigegeben sein. Wie gesagt, das wird überprüft vom Firewall-Checker. Und weiterhin ist es notwendig, dass wir den HTTPS-Port ebenfalls sauber durchgereicht haben zur Anlage, sodass wir die Möglichkeit haben, die Präsenzanzeige entsprechend auszunutzen, die in dem Klienten entsprechend vorhanden ist. Als allerletzten Punkt haben wir für die Mobilgeräte die Push-Funktionalitäten. Das heißt, wir haben die Möglichkeit automatisch bereitgestellt, ebenfalls, dass der Push-Dienst der entsprechenden Hersteller genutzt wird. Das heißt also, wenn ein Anruf eingeht, ich habe mein Telefon liegen im gesperrten Zustand, die Applikation ist nicht gestartet, dann geht der Anruf auf die 3CX, wird von 3CX zu dem Push-Service des jeweiligen Geräteherstellers geschickt. Der schickt wiederum eine Nachricht an das mobile Gerät und das mobile Gerät wird dann die Applikation ansprechen, die dann den Anruf entsprechend signalisiert. Auch das ist von Hause aus mit provisioniert. Man kann für Androids auch eigene Push-Services oder eigene Push-Konten noch aktivieren, sofern man das möchte. Generell wird der Android-Push-Service konfiguriert per Default und kann auch hier out of the box mit genutzt werden. Welche Vorteile hat das Ganze? Wenn das Gerät gesperrt ist und liegt in der Ecke, die Applikation ist nicht gestartet, dann wird sie gestartet in dem Moment, wo ein Anruf eingeht. Das spart natürlich Batterie auf den mobilen Geräten, da nicht dauerhaft die ganzen Applikationen geöffnet sein müssen. Hier kommt gerade die Frage, zufällig habe ich gerade in den Chat reingeschaut, kann man den Push-Service bei iOS ausschalten? Generell kann man den Push-Service momentan nicht ausschalten in der aktuellen Version. Das Ganze ist mit der neuesten Klientenversion eingeführt worden. Wir haben allerdings so viele negative Rückmeldungen diesbezüglich bekommen, dass ich vermute, das ist kein Versprechen, nur eine Vermutung, dass das mit einer späteren Variante oder Version wieder reinkommt. Ansonsten hat man aber natürlich immer die Möglichkeit, ganz einfach in den Einstellungen des Klienten das Konto zu deaktivieren entsprechend.
Und dann funktioniert natürlich auch die Push-Meldung nicht mehr, weil das Gerät einfach nicht mehr registriert ist. Das wäre also momentan der Workaround für das Ganze, wenn man also tatsächlich Ruhe möchte, weil das Gerät entsprechend auch privat genutzt wird oder man einfach nicht 24/7 erreichbar sein möchte, dann einfach kurz sein eigenes Konto deaktivieren und dann ist auch wieder Ruhe. Viel zur Dokumentation, zur Präsentation über den Klienten. Gibt es hierzu Fragen? Dann würde ich da schon mal drauf eingehen. Moment, was ist jetzt hier los? Das ist natürlich noch das offene Fenster von vorhin. Muss ich noch die Freigabe geben? Okay, jetzt aber. Ein 3CX Demo war mein Nutzer. Dann habe ich auch das richtige Passwort. Ich möchte das Webinterface auf Deutsch haben und mich dann bitte auch anmelden. So, natürlich möchte ich Ihnen das Ergebnis des Firewall-Checks nicht entgehen lassen. Geht's gerade? Hier bin ich jetzt auf meinem Mac. Nur gerade nicht mehr die Windows-Maschine ran. Warum auch immer. Starte ich doch die Verbindung einfach noch mal neu. Mal steckt der Teufel im Detail. So, hier sind wir wieder auf der Windows-Maschine und es ist so, dass wir den Firewall-Checker erfolgreich durchlaufen haben. Ich sehe also, alle Ports, die genutzt werden von der Anlage, sind erfolgreich getestet worden. Damit ist mein Ergebnis dann auch grün. Wenn ich jetzt ins Dashboard gehe, dann sehe ich auch hier, dass der Firewall-Checker entsprechend durchlaufen wurde, erfolgreich. Und damit kann ich davon ausgehen, dass für die interne Installation genauso wie für die externe Installation der Grundfunktionen, sprich Bridging, Provider-Anbindung, Telefonanbindung und so weiter, alles erstmal korrekt installiert ist. Gehe jetzt hier einmal kurz auf die Lizenzseite, weil mich diese Meldung nervt. Lizenzdaten aktualisieren. Damit ist das Ganze auch erledigt. Es ist alles sauber registriert. Das Einzige, was jetzt noch rot ist, sind die automatischen Backups. Das hat den Hintergrund, dass die ganz einfach in der Standardinstallation nicht automatisch aktiviert werden. Wenn ich jetzt hier draufklicke auf die automatischen Backups und das aktiviere, dann ist auch das grün. Was das genau bedeutet und so weiter. Sie können es sich sicher denken, aber da kommen wir auch später in einem weiteren Webinar nochmal zu. Hier sind wir jetzt auf dem Stand, den wir vorhin in der Präsentation gesehen haben. Alle unsere Anzeigen sind grün. Das heißt, wir haben alles richtig gemacht und wir können jetzt absolut problemfrei mit der Installation weitermachen. Mach das Fenster zu und wechsle für die weiteren Schritte wieder auf meine andere Oberfläche. Hier sehen wir genau dasselbe. Der Firewall-Checker ist durchgelaufen. Es ist dieselbe Anlage, 123 am Ende. Nur, dass ich jetzt von meiner Mac-Oberfläche oder von meinem Mac-Desktop drauf zugreife, weil das dann mit meinem Keyboard alles besser läuft. Gut, wir haben die 3CX erfolgreich installiert. Wir haben eine Nebenstelle. Das ist die Nebenstelle, die wir während der Installation angelegt haben. Für diese Nebenstelle möchten wir jetzt den ersten 3CX-Klienten in Betrieb nehmen. Für diesen 3CX-Klienten möchte ich die Version oder für diese Installation möchte ich die Windows-Version nutzen. Ich habe mir auch hierzu bereits die Installationsdatei heruntergeladen von der Seite, die wir vorhin gesehen haben. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann laufe ich auch wieder durch die entsprechende Installationsroutine durch. Ich behalte den Standardpfad bei, klicke auf Install und das Ganze nimmt seinen üblichen Weg, wie wir es von Windows kennen.
Der Client wird nun installiert und dann automatisch aus der Installation heraus gestartet. Und wenn das System gestartet ist, das dauert einen kleinen Augenblick, hier ist es, dann sehen wir, oh, ein invalid Password. Das liegt daran, dass ich noch die Nebenstelle habe. Hier sieht man es, Phil Boss, die habe ich vorhin nicht rausgelöscht. Das mache ich mal ganz kurz, damit wir hier auf dem korrekten Stand sind. Okay. Jetzt habe ich keine Konten mehr drin. Und das Ganze sehe ich entsprechend hier, keine Konten eingerichtet. Und damit ist der 3CX-Client im Grundzustand. Ich werde die Applikation einfach mal kurz schließen und neu starten. So. Jetzt müsste er auch mit der normalen Maske hochfahren, dass er eben keine Konfiguration gefunden hat und so weiter. Genau, das ist das Bild, was wir vorhin in der Präsentation gesehen haben. Das wollte ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten. So, was passiert? Ich habe, wie gesagt, diese Nebenstelle während der Installation erstellt. Die Begrüßungs-E-Mail für diese Nebenstelle ist automatisch versandt worden beim Speichern der Nebenstelle. Sie ist verschickt worden an 3cxtrainer@gmail.com. Da möchte ich natürlich kurz drauf zugreifen. Nämlich jetzt so google.com E-Mail. Und hier sehen wir schon die Mail, von der ich gesprochen habe. Wir haben also die Begrüßungs-E-Mail für die 201 und hier unten im Anhang haben wir dann die Konfigurationsdatei, die ich direkt mal herunterlade. Und hier sieht man dann auch den entsprechenden QR-Code, den man jetzt einscannen könnte, wenn es sich um eine mobile Applikation handelt. Hier habe ich die Möglichkeit, direkt zu sagen, öffnen mit 3CX Phone für Windows. Das möchte ich natürlich tun. Dann spare ich mir den Zwischenschritt und man sieht, 3CX-Client wird automatisch mit Phil Boss konfiguriert. Er springt sofort auf den Punkt verfügbar und damit ist die Grundeinrichtung erledigt. Was wir jetzt hier sehen, das Ganze ist als CTI konfiguriert, es ist aber noch kein Telefon verbunden. Da kommen wir gleich im weiteren Schritt zu. Ich lasse den Klienten nochmal offen, damit Sie dann auch sehen, was da passiert ist. Aber das ist im Prinzip die Einrichtung auf Windows. Was ich jetzt noch tue, ist eine weitere Nebenstelle anlegen. 202 ist die Lisa Meyer bei mir. Der E-Mail-Adresse 3cxtrainer@gmail.com und interne Nebenstellennummer 202. Okay. Dann haben wir noch eine Nebenstelle, das wird die 203. Das ist der Max Müller, ebenfalls 3cxtrainer@gmail.com. Okay. Und eine vierte richte ich noch ein, dann haben wir genug Varianten, wenn ich mich nicht irre. Da machen wir mal die Laura Peter, ebenfalls 3cx@gmail.com. Für die Frau Meier ist es jetzt so, dass ich gerne eine Applikation auf dem Mac einrichten möchte. Das Ganze passiert hier. Auch hier habe ich den 3CX-Klienten ganz normal heruntergeladen und entsprechend installiert. Auch hier habe ich keine Konten momentan vorhanden. Was ich jetzt tue, ich öffne auch hier die automatisch versandte E-Mail. Jetzt muss ich überlegen, hatte ich hier einen Moment. Ich muss immer so ein bisschen gucken, weil ich hier auf drei Browsern arbeite mit drei unterschiedlichen Konten, dass ich da nichts durcheinander würfle.
Oh. Google.com. Und auch hier bin ich in meinem Gmail. Für die Leute, die vorhin nach Safari gefragt haben, hier kommt er zum Einsatz, in dem Fall zum Abrufen der E-Mail. Ich sehe hier gerade im Augenwinkel, dass das über die Notrufnummern gesprochen wird. 110 und 112 sind nicht generell gesperrt. Wo man drauf achten muss, da kommen wir noch drauf, auch wieder in weiterführenden Webinaren. Generell ist das aber ein sehr, sehr guter Hinweis. Bitte beim Anlegen der Nebenstellen darauf achten, dass 110 und 112 in Deutschland nicht vergeben werden. Ich zeige Ihnen morgen, wo man das einstellen kann, dass diese Nummern gar nicht mehr vergeben werden können. Trotzdem bitte immer darauf achten, wenn Sie auf eine vorhandene Installation kommen bei einem Kunden und sehen, dass eben diese Nebenstellen verwendet wurden, dann bitte unbedingt diese beiden wieder freigeben, weil es natürlich so ist, dass wenn die beiden intern vergeben sind, wir nicht mehr direkt mit 110, 112 nach außen telefonieren können. Und das ist mehr oder weniger der Worst Case, den wir haben können, wenn es denn mal zu einem Notfall kommt. So, nebenbei habe ich jetzt hier die Mail geöffnet für die Frau Meier und habe eben auch hier die Konfiguration ausgeführt. Wie Sie sehen, das Ganze provisioniert sich auch sofort im Klienten für Mac. Das ist also im Prinzip genau dasselbe Vorgehen. Hier kann ich jetzt, habe ich jetzt meine Möglichkeiten genauso wie im Windows-Client. Und als nächste Variante haben wir noch die Installation auf Android, damit Sie das Ganze sehen können. Und aus dem einfachen Hintergrund, dass ich kein Android-Gerät habe, habe ich hier mal einen Emulator entsprechend vorbereitet. Das hier ist also ein Android-Betriebssystem. Die meisten werden es kennen. Ich habe aus dem Play Store im Vorfeld Gmail heruntergeladen und den 3CX-Klienten. Nichtsdestotrotz zeige ich Ihnen ganz kurz, wo Sie das Ganze im Play Store herkriegen. Sie öffnen den Store wie gewohnt und suchen einfach nach 3CX. Das habe ich heute natürlich schon einmal getan. Und wenn Sie nach 3CX suchen, dann finden Sie auch die entsprechende Applikation, die dann entsprechend installiert werden kann. So sieht das Ganze aus. Das habe ich aber bereits vorbereitet und habe hier die 3CX-Applikation auf meinem Android. Auch hier gehe ich jetzt in das Gmail rein. Und werde auf der Applikation den Max Müller entsprechend provisionieren. Auch das ist derselbe Ablauf. Ich habe die E-Mail, öffne meine entsprechende Welcome-Mail, diesmal für die Nebenstelle 203 für den Kollegen Max. Und wenn diese dann geöffnet ist, dann hoffe ich, jetzt scrollt er, dass ich hier die Konfiguration herunterladen kann. Lädt er sie herunter. Und bei den Android-Geräten, was ich bisher festgestellt habe, ist es also so, dass wir über eine Applikation, die in meinem Fall ES File Explorer heißt, auf diese heruntergeladene Konfiguration zugreifen können und daraus diese dann auch ausführen können. Ich muss gestehen, wie gesagt, ich bin kein Android-Nutzer. Es kann auch sein, dass es da andere Wege gibt, aber das ist jetzt für mich der Weg, der am schnellsten und am unkompliziertesten war. So, das heißt, ich gehe auf Downloads. Hier liegt meine Konfigurationsdatei, die führe ich aus. Dann fragt mich das Betriebssystem, als was ich das Ganze ausführen möchte. Da wähle ich erstmal Other aus und kriege dann die Möglichkeit, 3CX auszuwählen. Das tue ich und auch hier springt das Gerät automatisch auf den 3CX-Klienten. Ich sehe,
die Nebenstelle Max Müller und ich sehe auch hier sofort, dass eine Verbindung zustande gekommen ist. Ich sehe im Präsenzstatus bereits, wer alles da ist. Und ja, habe auch hier die Applikation entsprechend eingerichtet. Damit kommen wir im Prinzip jetzt zur vierten Stelle und da möchte ich Ihnen dann tatsächlich einmal zeigen, oder wo ich den QR-Code scannen kann, und zwar in der Management-Konsole klicke ich auf die Nebenstelle. Hier ist meine Auflistung, dann auf die Nebenstelle. Dann habe ich in der Nebenstelle die Möglichkeit, den Reiter Client auszuwählen. Den haben wir hier. Und hier sehen wir den QR-Code, den ich scannen kann. Das tue ich jetzt mal auf meinem Mobiltelefon. Das nutzt Ihnen natürlich nichts, weil Sie das nicht sehen können. Aber wie gesagt, ich gehe in die Einstellungen, QR-Code scannen und habe sofort meine Provisionierung. Ich werde mal kurz die Kamera einschalten. Kamera läuft, Screensharing ist aus und ich hoffe, dass man das einigermaßen sehen kann. Auch mein 3CX-Klient auf dem iPhone hat sich direkt registriert und ist einsatzbereit. Zum Screensharing, Kamera mache ich wieder aus. So. Ich hoffe, dass die Übertragungsqualität wieder in Ordnung ist. Vielleicht können Sie mir da kurz eine Rückmeldung geben, wie sich das momentan so verhält. Geht das einigermaßen oder gibt es hier noch Probleme? Top, top, perfekt. Vielen Dank für die Rückmeldung. So muss das sein. Dankeschön. Ja, wir haben alle vier Nebenstellen registriert. Mit einer Ausnahme, das ist der Phil Boss. Das liegt daran, dass der 3CX-Klient als CTI provisioniert ist. Wenn ich jetzt in meine Telefonprovisionierung gehe oder Nebenstelle und dann den Reiter Telefonprovisionierung, dann habe ich hier die Auswahl meiner Telefone. Bisher ist das nur der 3CX-Klient. Und in dem 3CX-Klient ist hier Softphone ausgewählt. Eigentlich hätte der Klient als Softphone konfiguriert werden müssen. Das kann ich hier auch umstellen. Ich bin jetzt wieder auf der Windows-Anlage, habe meinen 3CX-Klienten und habe hier die Funktion des CTIs momentan aktiv. Nichts zu sehen. Habe keine Folie. Moment, es sollte jetzt das Screensharing offen sein. Sie müssten jetzt den Windows-Monitor sehen mit dem entsprechenden Klienten hier offen und dem Zelt im Hintergrund. Jo. Nein. Wenn nein, dann bitte einfach mal kurz. Dann werde ich zuerst mal das Screensharing wieder aus und wieder einschalten. Jetzt müsste es dunkel sein. Jetzt ist er wieder an. Es funktioniert. Kommt hier auch nochmal. Okay. Ansonsten bitte einfach mal auf Ihrer Seite den Browser aktualisieren, beziehungsweise eventuell nochmal neu anmelden, wenn es da noch zu Problemen kommt. 3CX-Klient für Windows. Wie gesagt, ich sehe hier an diesem kleinen Telefon, dass die CTI-Funktion aktiv ist und dass das Gerät aber kein Telefon verbunden hat und deswegen ist der natürlich auch nicht registriert. Ich kann jetzt hier hingehen und sagen, auf Softphone umstellen. Dann sehe ich, dass ich auf dieser Maschine kein Mikrofon habe, aber meine Nebenstelle ist jetzt registriert. Das sehe ich auch in den anderen Klienten. Hier sehen wir es jetzt in Android und auch in meinem Teilnehmer. Hier sind jetzt alle Nebenstellen entsprechend ausgeleuchtet und ich kann alle Kollegen anrufen. Sind wir im Prinzip für den Klienten auch durch? Ja. Was jetzt noch kommt, ist die Provisionierung eines Telefons. Dafür würde ich noch mal kurz die Foliensätze aufmachen. Auch dafür haben wir natürlich eine Präsentation entsprechend vorbereitet. Hier ist eine gute Frage, die ich gerade sehe. Wie unterscheidet man Nebenstellen und Teilnehmer? Generell ist es so, Nebenstellen und Teilnehmer sind erstmal dieselben oder sind hinter den Begriffen Nebenstelle und Teilnehmer verstehen wir von 3CX dasselbe. Ein
Eine Nebenstelle ist ein Teilnehmer für uns. Was wir haben, ist, dass eine Nebenstelle mehrere Telefone haben kann. Im Moment ist es so, dass für jede Nebenstelle nur die entsprechenden Klienten angemeldet sind. Kann jetzt in der nächsten Präsentation gehen wir ja auf die Telefone ein. Okay, korrigiere Telefon und Teilnehmer kommt hier gerade. Das ist genau das. Standardgemäß ist für jede Nebenstelle, die eingerichtet wird, der 3CX-Klient vorbereitet und kann genutzt werden. Wir können jetzt noch Telefone hinzufügen und das mache ich jetzt auch gleich. Dafür möchte ich nur ganz kurz einmal durch unsere Folien durchgehen, damit wir auch den Weg entsprechend durchgegangen haben. Ziel dieses Moduls, das ist das letzte für heute, ist die Konfiguration von lokalen Tischtelefonen. Wir werden darüber sprechen, wie die Telefone entsprechend eingesetzt werden können für eine neue Nebenstelle oder für eine bereits vorhandene Nebenstelle. Und außerdem möchte ich Ihnen zeigen, wie man mit dem Windows-Client die CTI-Funktion nutzt und wie man mit dem Web-Klienten die CTI-Funktion nutzt. Außerdem reden wir über die BLFs, über Firmware-Management so ein bisschen. Ja gut, und wie gesagt, die Provisionierung im Ganzen. Die ist natürlich Grundvoraussetzung. Um Telefone zu nutzen an 3CX. Entschuldigung, ich musste kurz einen Schluck Kaffee nehmen und Sie sehen das ja gar nicht dieses Mal. Okay. Um Telefone zu nutzen, empfehlen wir von 3CX natürlich Telefone einzusetzen, die von uns auch entsprechend supported sind. Wir reden über Fanville, Grandstream, HTEC, SNOM und YeeLink. Diese Geräte sind entsprechend bei uns getestet und wir stellen Templates für diese Geräte bereit, sodass also die Konfiguration, genau wie gerade beim Klienten, ebenfalls über eine Provisionierung stattfindet. Das heißt, über vorbereitete Templates, mit denen dann die Konfigurationen erstellt werden und die dann automatisch an die Geräte übertragen werden, sodass nichts am Webinterface des Gerätes selber eingestellt werden muss. Damit das funktioniert, brauchen wir natürlich diese unterstützten Geräte, weil nur dafür sind die Sachen bereitgestellt und vor allem auch getestet. Außerdem ist es wichtig, dass diese Telefone spezielle Firmware, nein, nicht spezielle, aber getestete Firmware-Versionen nutzen. Es ist leider nicht immer gewährleistet, dass die von uns zuletzt getestete Firmware für ein Gerät auch die aktuellste Herstellerfirmware ist. Bitte darauf achten, gerade wenn Sie neue Geräte in den Einsatz nehmen, dass die nicht vielleicht eine ungetestete, neuere Firmware drauf haben. Außerdem muss für die lokale Provisionierung das Telefon im selben Subnetz sein wie die 3CX. Auch das habe ich eingangs erwähnt. Bitte möglichst einfache Netzwerkstrukturen nutzen, sofern möglich, zumindest hier für unsere heutige Basisschulung. Welche Telefone mit welchen Firmware-Versionen unterstützt werden, finden Sie hier auf dem Link. Einfach nach Supported Firmware 3CX suchen bei Google, dann kommen Sie da auch drauf. Und hier von dieser Seite kann auch die jeweilige Firmware heruntergeladen werden. Ich kann sie jetzt, Moment, nochmal anklicken. Gibt es also so eine schöne Liste. Da sind alle Telefonmodelle drauf, die unterstützt werden. Und hier hinten kann man unter Download dann die entsprechend zuletzt getestete Firmware herunterladen, sofern diese mal manuell installiert werden muss. Ansonsten, habe ich gerade erwähnt, möchten wir die Telefone natürlich provisionieren, das heißt also automatisiert konfigurieren. Ich denke, über das Thema Provisionierung haben wir gerade gesprochen, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Aber wir möchten noch kurz über die Vorteile von Plug-and-Play-Provisionierung sprechen, nämlich einfach und schnell. Das Ganze ist einfach und schnell umgesetzt, wird vom Admin direkt durchgeführt, und muss, wie gesagt, nicht an den Geräten selber vorgenommen werden. Das Einzige, was an den Geräten gesichert sein muss, ist, dass diese auf Werkseinstellungen zurückgesetzt sind und dass diese in einem Netzwerk sind, der keine SIP-Multicasts blockt. Denn das ist das, was passiert. Die Telefone senden Multicast beim Starten. Die Anlage registriert diesen Multicast und listet die Telefone als neue Geräte auf. Oder aber
Das ist die zweite Variante. Wenn wir für eine Nebenstelle bereits Telefone zugeordnet haben, dann geben wir in dieser Nebenstelle die MAC-Adresse an. Das zeige ich gleich auch. Und dann wird diese MAC-Adresse beim Multicast natürlich, oder der Multicast wird erkannt, die MAC-Adresse wird ausgelesen und der Nebenstelle zugeordnet und dann wird das Telefon automatisch mit den entsprechenden Konfigurationsdateien bestückt und meldet sich dann an der Anlage mit seiner Nebenstellennummer an. Hier sind wir jetzt auf der Management-Konsole. Auch hier möchte ich eigentlich nur ganz kurz drüber gehen. Wie gesagt, die Telefone werden in fetter Schrift als neue Geräte dargestellt. Man sieht dann auch, dass noch kein Passwort und nichts vergeben ist. Man sieht aber schon die Firmenversion, die auf dem Telefon ist und welches Modell es sich handelt und welche IP-Adresse das Ganze hat. Hier hat man jetzt die Möglichkeit, das Telefon auszuwählen und dann entsprechend einer Nebenstelle zuzuordnen. Wie gesagt, da ich das gleich live zeigen werde, brauchen wir hier nicht weiter darauf eingehen. Ansonsten ist es so, dass wir im weiteren Schritt dann auf diesen Reiter Telefonprovisionierung kommen, den wir gerade schon für den Klienten gesehen haben. Hier haben wir dann noch Möglichkeit, individuelle Einstellungen vorzunehmen. Auch da gehen wir gleich live drauf ein. Des Weiteren haben wir natürlich die Möglichkeit, die BLFs für die Telefone zu belegen. Sprich, wir können an den Telefonen selber den jeweiligen Anrufstatus einer BLF, besetzt Lampenfeld, zeigen lassen. Das heißt, die drei Anrufstati, die gängigen, das ist einmal frei, klingelnd und im Gespräch. Diese drei Stati haben die gemeinsam, oder anders gesagt, anders angefangen. Alle Telefone haben die Gemeinsamkeit, dass sie diese drei Stati definitiv per BLF festlegen können oder anzeigen können. Das ist der Grund, weshalb wir uns geeinigt haben, auf den Hardware-Telefonen nur den Anrufstatus anzuzeigen. Auf dem 3CX-Client für Windows ist es so, dass wir ebenfalls eine Anzeige des BLF-Status haben. Das Ganze versteckt sich in der Seitenleiste. Man sieht es hier schon angedeutet. Das wird sich dann später auch nochmal entsprechend mit Leben füllen. Für die Applikation auf dem Mac gibt es diese BLF-Anzeige nicht. Da habe ich nicht die Möglichkeit, irgendwas auszuklappen und für die Mobilgeräte auch nicht. Welche Möglichkeiten wir hier haben, ist aber der Präsenzstatus. Und da sind wir dann auch gleich beim nächsten Punkt, der hier angemerkt ist. Auf dem Windows-Client, genauso wie auf den anderen Clients, haben wir für den Windows-Client, aber in der BLF-Seitenleiste, haben wir den Anrufstatus und den Profilstatus. Wir haben also die Möglichkeit, fünf Profile für die Nebenstellen zu generieren. Die sieht man hier oben. Was das genau bedeutet, da kommen wir auch später noch drauf. Wichtig ist, auf Hardware-Telefonen, auf den BLFs, nur die drei Anrufstati, besetzt, frei oder klingelnd. Während wir bei den Klienten und im Webclient über die Profile der Nebenstellen, die Nebenstellenprofile sprechen. Und da haben wir halt fünf Möglichkeiten. Das ist ganz wichtig. Heute noch nicht so. Heute ist erstmal nur die Info wichtig, dass man auf den BLFs lediglich die Anrufstati provisionieren kann. Ansonsten haben wir noch die Möglichkeit, andere Funktionen auf die Tasten zu legen: Übernahme, Übergabe, Schnellwahl und so weiter. Auch da gehen wir dann gleich noch drauf ein. Zeige ich Ihnen dann nochmal live. Hier ist es gesehen, man kann eine Leitungstaste provisionieren und so weiter. Aber wie gesagt, das zeige ich gleich nochmal direkt in der Weboberfläche. Mal Firmware-Management noch ganz schnell. Wir sehen gleich die Liste mit den Telefonen. Dabei fällt mir ein, um das Ganze gleich zu beschleunigen, starte ich meine zwei Tischtelefone hier nochmal neu. Die brauchen ja im Moment, bis sie neu gestartet sind. Geben Sie mir 2 Sekunden, dann ist das J-Link auch da. Okay. So, ganz kurz zur Firmware, zum Firmware-Management. Es ist also so, dass die Telefone aufgelistet werden. Wie gesagt, wir sehen das auch gleich. Es wird dann die installierte Firmware-Version mit angezeigt. Sollte diese veraltet sein, werden die Telefone in Rot dargestellt und es gibt einen Hinweis, dass eben die Firmware nicht mehr supported ist. Sie können dann die entsprechenden Nebenstellen markieren und auf den
Knopf Firmware klicken und dann wird die Firmware heruntergeladen, die neueste für dieses Gerät, und automatisch auf die Geräte entsprechend installiert, sodass Sie sich dann darum keine weiteren Sorgen machen müssen. Hier kommen wir zur Fernsteuerung mit dem Webklienten. Bevor wir jetzt darauf eingehen, möchte ich aber tatsächlich erst einmal die beiden Telefone, die ich hier habe, konfigurieren. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu lange gewartet habe mit dem Neustart. Wir gehen also mal auf die Seite Telefone und sehen leider noch nichts. Das heißt also, die SIP-Multicasts sind noch nicht durchgekommen. Zur Sicherheit gehe ich mal ins Dashboard und gucke in meine Sperrliste, nicht, dass die Telefone gesperrt sind. Nein, sind sie nicht, denn wie gesagt, als Vorbereitung für heute musste ich natürlich hier so ein bisschen meine Anlage hin und her wursteln. Und wenn dann die Telefone noch Konten bereit haben oder installiert haben und sich versuchen, an der Anlage zu registrieren mit falschen Anmeldedaten, dann werden die IPs natürlich gesperrt. Hier sehen wir, dass das SNOM da ist. Das SNOM lege ich jetzt eine neue Nebenstelle noch an. Und zwar habe ich, wie gesagt, das Telefon in fetter Schrift mit der entsprechend installierten Firmware-Version hier und ich sehe, es ist noch nichts weiter passiert. Die MAC-Adresse wird mir mit angezeigt, aber das war es dann auch. Ich klicke jetzt diese Nebenstelle an, sage Nebenstelle, Entschuldigung, ich wähle das Telefon an, klicke auf Nebenstelle hinzufügen und werde dann auf die Seite geleitet, die ich auch in den Nebenstellen habe, wenn ich diese manuell anlege. Ausgewählt ist hier das eigene Telefon, das SNOM 710, weil ich ja gesagt habe, ich möchte für dieses Telefon entsprechend eine Nebenstelle anlegen. Außerdem sehe ich Provisionierungsmethode LAN intern. MAC-Adresse wurde automatisch übernommen. Das hier wäre die Variante, in einer vorhandenen Nebenstelle bereits die MAC-Adresse anzulegen, um ein Telefon so entsprechend ja, vorzusortieren. Wenn ich also die MAC-Adressen alle habe und möchte die fest zuordnen, dann kann ich dies auf diese Art und Weise tun. Dann brauche ich die Telefone wirklich nur noch anstecken. Dann melden die sich, dann dauert es in der Regel einen Moment und dann ziehen die sich die Konfiguration. Ich kann hier die Schnittstelle noch auswählen, da ich ja installiert habe, die Anlage installiert habe auf meiner internen IP, ist die hier auch per Default ausgewählt. Ich könnte jetzt hier sagen, bitte auf meinen Hostname ändern. Brauche ich natürlich nicht hier intern. Und ansonsten habe ich hier unten die weiteren Optionen. Displaysprache fürs Telefon. Hier kann ich nochmal eine gesonderte Zeitzone einstellen. Wenn ich die Standardzeitzone nutze, dann wird natürlich die Zeitzone verwendet, die für die 3CX eingestellt wurde. Das Datumsformat, Zeitformat und so weiter. Ich kann das Passwort für die Telefonoberfläche festlegen, sofern ich da mal drauf zugreifen möchte. Ich kann Klingeltöne für unterschiedliche Szenarien festlegen und ich muss mir im Klaren sein, dass diese Einstellungen natürlich mein Telefon bei jeder Provisionierung wieder entsprechend konfigurieren. Das heißt, das, was ich hier einstelle, das wird auf das Telefon übertragen. Nehme ich dann Einstellungen am Gerät selber vor? Meinetwegen, der Nutzer möchte einen anderen Klingelton festlegen, dann muss ich damit rechnen, dass alle 24 Stunden, wenn das Telefon neu provisioniert wird, automatisiert diese Daten wiederhergestellt werden. Wenn Sie also mal die Situation haben, dass ein Kunde sagt, okay, mein Telefon verliert immer wieder seine Einstellungen, dann liegt das an dieser Provisionierung und dann kann ich nur empfehlen, die Klingeltöne entsprechend hierüber festzulegen. Dann wird es nämlich nicht oder dann wird es entsprechend wieder so konfiguriert. Unten habe ich noch die Variante, Codecs einzustellen, VLAN-Konfiguration und so weiter, aber das brauchen wir heute alles nicht. Wir wollen es einfach halten. Jetzt habe ich eine neue Nebenstelle angelegt. Deswegen habe ich hier oben noch die Nebenstellennummer dreimal die 0. Ich gehe also wieder in meinen Reiter Allgemein und vergebe jetzt hier die 205. Nenne den ganzen Kollegen Fritz Schmidt. Und auch der kriegt natürlich eine E-Mail-Adresse, und zwar wieder 3cxtrainer@gmail.com. So, das Ganze speichere ich jetzt ab. Und was passiert? Ich sehe jetzt schon auf meinem SNOM den Account Fritz Schmidt und das Ganze startet jetzt gleich nochmal neu und dann werden Sie auch sehen, dass hier bereits die
Konfiguration oder die Registrierung stattfindet. Das ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Die SNOMs sind relativ schnell. Die Yealings brauchen in der Regel ein bisschen länger, bis sie dann die Konfiguration entsprechend angenommen haben. Aber man sieht es schon mit Aktualisierung der Seite, das Telefon ist da und registriert. Ich kann jetzt zum Beispiel von hier auch meinen Kollegen Fritz Schmidt anrufen. Das ist natürlich jetzt ein blödes Beispiel. Jetzt wählt er. Möchte ich mal davon ausgehen, dass der Simulator da noch seine Finger im Spiel hat. Ich gehe mal auf die andere Applikation. Wenn ich jetzt hier den Kollegen Schmidt anrufe, dann hört man schon, dass das Telefon klingelt. Okay, die andere Variante ist das Yealing. Ich gehe nochmal auf Telefone. Mein Yealing ist in der Zwischenzeit auch neu gestartet. Man sieht es hier, T48G, ebenfalls mit der Firmware-Version und der entsprechenden MAC-Adresse und IP. Hier ist es jetzt so, dass ich dieses Telefon einer bereits vorhandenen Nebenstelle zuweisen möchte. Das tue ich, indem ich auf Nebenstelle zuweisen klicke. Und jetzt kommt dieses Pop-up, wo ich eben die Möglichkeit habe, mir meine Nebenstellen auszuwählen. Ich nehme dafür Phil Boss, klicke auf OK. Passiert ist, dass wieder die Nebenstelle Phil Boss geöffnet wird im Reiter Telefonprovisionierung. Und auch hier, die Daten wurden alle übergeben. Yealing T48, LAN-Provisionierung mit MAC-Adresse und so weiter. Auch hier kann ich jetzt noch sagen, ich möchte bitte deutsche Sprache, Standardzeitformat und so weiter und so fort. Standard-Klingeltöne lasse ich alle drin, drücke auf OK. Jetzt blinkt mein Telefon schon, oben die Message Waiting Indication, also die kleine LED blinkt. Das ist immer ein gutes Zeichen bei den Yealings. Das wird jetzt einen Moment dauern, dann startet das Gerät neu und dann ist auch dieses Gerät entsprechend konfiguriert. In der Zwischenzeit möchte ich Ihnen Folgendes zeigen. Und zwar haben wir über die BLFs gesprochen. Wenn ich jetzt in meinen Phil Boss reingehe, in die Nebenstelle, dann habe ich hier den Reiter BLF. Wenn ich dort draufklicke, öffnet sich diese Maske. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, meine entsprechenden Konfigurationen zu tätigen. Da ich mein Telefon gleich für die CTI-Steuerung nutzen möchte, ist es ganz wichtig, dass ich die ersten beiden BLF-Tasten als Leitungstasten konfiguriere. Das hat den Hintergrund, dass wenn ich mit dem CTI einen Anruf ausführe, ich immer mit der ersten oder ich immer ersten Teil des Anrufs, also die Verbindung zwischen CTI-Anwendung und Hardware-Telefon, das gilt im ersten Schritt als einzelner Anruf und belegt eine Leitung. Im zweiten Schritt wird dann auf der zweiten Leitung die Verbindung zu meinem Ziel aufgebaut. Und erst wenn diese Verbindung dann auch zustande gekommen ist, dann werden die beiden Leitungen gekoppelt. Das bedeutet, wir müssen in den BLFs, wenn ich ein CTI nutzen möchte, immer die ersten beiden Tasten als Leitung belegen. Dann habe ich keine Probleme. Und kann das Ganze nutzen. Was passiert, wenn ich das nicht tue? Wenn ich hier eine BLF hinterlege und ich sage, ich möchte damit die Frau Meier überwachen, dann würde ich jedes Mal, wenn ich mit meinem CTI irgendeine Nummer anrufe, die Frau Meier angerufen werden. Und das ist natürlich ein nicht gewünschtes Verhalten. Ich erkläre das so ausführlich, weil es immer wieder im Support auftaucht. Also wenn es mal passiert, machen Sie sich keine Sorgen. Sie sind nicht die Einzigen, denen sowas passieren kann. Sollte dann halt nur zumindest schon mal gehört worden sein, dass das der Hintergrund ist. Also wenn mal dieses Phänomen auftritt, Sie kommen zum Kunden, der Kunde beschwert sich, hey, immer wenn ich mit dem CTI irgendwo anrufe, dann klingelt Kollege XY, dann einfach mal in die BLF-Einstellungen schauen, dann ist mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit hier oben an erster und zweiter Stelle eine BLF hinterlegt. Wir legen hier also die Leitungstasten drauf. Weiterhin sage ich BLF 1, 2, 3, 4 und ich wähle natürlich meine vier Kollegen aus, die ich hier überwachen möchte. Einmal die Frau Meier, den Herrn Müller, die Frau Peter und den Herrn Schmidt. So, jetzt klicke ich auf OK und dann
wird auch diese Provisionierung automatisch ausgeführt, und zwar beim Telefon mit der nächsten Provisionierung. Die kann ich entweder damit anstoßen, dass ich das Telefon auf Werkseinstellungen zurücksetze, oder aber ich gehe auf Telefone, wähle mein T48 und sage neu provisionieren. Dann wird der Provisionierungsrequest an das Telefon gesendet. Das fängt schon wieder an neu zu starten. Und wenn ich jetzt das Telefon neu gestartet habe, dann sollten da auch die entsprechenden BLFs hinterlegt werden, angezeigt werden. Anders verhält sich das Ganze in meinem 3CX-Klienten. Hier muss ich nicht neu provisionieren. Das passiert automatisch. Und zwar relativ sofort. Sie sehen, ich habe hier die Möglichkeit, jetzt auch meine überwachten Telefone mir anzeigen zu lassen. Wenn ich jetzt mit meinem 3CX-Klienten den Herrn Schmidt anrufe, dann sehe ich also, die Frau Meier ist im Gespräch und der Herr Schmidt, der klingelt gerade. Wenn ich jetzt annehme, dann ist das Gespräch zustande gekommen. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich keine Rückkopplung kriege, deswegen spreche ich ein bisschen leiser. Kann übrigens auch im 3CX-Klienten für Windows, weil der die, oder weil das die einzige Variante ist, die BLF bereitstellt, mit einem Rechtsklick auf eine BLF-Taste diese konfigurieren und kann jetzt hier sagen, okay, ich möchte noch eine Kurzwahl eintragen. Dann habe ich eben die Möglichkeit, die Nebenstelle nur anzurufen, habe aber keine Überwachung. Ich kann zum Beispiel auch eine individuelle Kurzwahl anlegen von irgendeiner Rufnummer. 0511 456 456 456 zum Beispiel und sage einfach Test Eintrag. Hier ist es jetzt natürlich so, dass dieser Eintrag sofort im Klienten erscheint, auf den BLFs. In meiner Oberfläche für die Nebenstelle, Philboss, taucht dieser Eintrag auch auf. Individuelle Kurzwahl, Testeintrag, den habe ich gerade angelegt. Auf dem Telefon ist dieser jetzt noch nicht zu sehen, weil, wie gesagt, die Telefone werden nur alle 24 oder werden alle 24 Stunden automatisch neu provisioniert. Dann würde der Eintrag übernommen werden. Auch hier müsste ich jetzt nochmal manuell die Provisionierung ansteuern, damit das Ganze dann sofort übernommen wird. Was ich jetzt tue, ist aber, ich mache die Taste wieder leer, die nutzt uns nämlich eh nichts, drücke auf OK und Sie sehen, auch im 3CX-Klienten wird das sofort wieder übernommen. So, jetzt habe ich mein Telefon für den Philboss provisioniert. Das heißt, ich kann jetzt hingehen und kann sagen, gehe mit meinem Modus für meinen 3CX-Klienten jetzt wieder auf CTI. Das Ganze wird neu provisioniert. Und Sie sehen, jetzt habe ich hier auch die Anwendung oder die Funktion CTI entsprechend markiert. Die Meldung ist weg, dass kein Mikrofon gefunden wurde, denn wenn ich jetzt einen Anruf hiermit ausführe, dann klingelt zunächst mein J-Link, dann bestätige ich den Anruf und dann wird die Verbindung zu, in diesem Fall Frau Meier, aufgebaut, damit Sie den Anruf gleich auch sehen können. Mein Telefon wählt. Und wenn ich jetzt hier rüber gehe, sieht man den Anruf, dass Phil Boss mich anruft. Hier kann ich jetzt annehmen, dann entsprechend ja, mit mir selber reden. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht die Rückkopplung hören, aber ja. Gut, so viel zur Provisionierung von Telefonen und auch von den Klienten. Wo ich jetzt noch drauf eingehen möchte, ist einmal die Frau Peter und der dazugehörige Webklient. Ich gehe in die Nebenstelle, Laura Peter, 204. Ich gehe weiter nach unten und sehe hier unten den Punkt Web-Authentifizierung. Unter diesem Punkt habe ich einmal die Möglichkeit, den Webklienten komplett zu deaktivieren, wenn ich dies denn möchte. Ich habe den Link, mit dem ich auf den Webklienten zugreifen kann. Und ich kann das Passwort festlegen. Das Passwort ist nicht
sichtbar für den Administrator. Ich kann das Passwort hier anpassen und abspeichern. Ich kann es aber nicht einsehen. Einzusehen ist das Ganze nur der Welcome-Mail. Und zwar, das hier war die 204. Bin ich in die 205 gegangen? Einen Moment. Haben wir hier auch nochmal die Daten für den Webklienten mit dem entsprechenden Link von internen und von externen und der entsprechenden Authentifizierung oder den entsprechenden Authentifizierungsdaten. Angemeldet wird sich mit der Nebenstellennummer und mit dem Passwort, welches hier vergeben ist. Gut, das möchte ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Ich starte den Webklienten. Kriege den Hinweis, dass das Ganze für Chrome optimiert ist. Das macht mir aber gar nichts. Ich möchte Ihnen nur die Grundfunktionen zeigen. Dafür kopiere ich mir das Passwort, füge das hier ein, gehe auf Login, sehe, dass ich auch hier im Webclient die Möglichkeit habe, meine entsprechenden Kollegen zu sehen, die Stati zu sehen. Ich habe die Möglichkeiten, Anrufe entgegenzunehmen, wenn ich die Berechtigung habe und so weiter und so fort. Ich habe außerdem auch hier Zugriff auf meine Telefonbücher, sofern diese denn gepflegt sind. Im Moment habe ich natürlich noch keine Kontakte. Ich habe hier die Variante, Chats auszuführen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, einen Chat mit 201, Phil Boss, okay. Ich gebe hier unten Test ein. Dann wird ein Test. Jetzt ist die Verbindung schon wieder zum Remote Desktop weg. Moment, auch das haben wir gleich wieder. Habe ich hier in meinem Windows-Client die Chat-Nachricht von Laura Peter, Test, und ja, kann so mit der Kollegin kommunizieren. Ansonsten bietet der Webklient unterschiedliche weitere Funktionen, Anruflisten natürlich, im Moment noch auf Englisch. Ich kann das Ganze natürlich auch auf Deutsch umstellen. Den Einstellungen wird die Seite einmal neu geladen und dann habe ich hier auch die deutschen Bezeichnungen, Ruflisten und so weiter, Mailbox, Denglisch. Ich kann Konferenzen anlegen, ich kann eine Direktkonferenz starten. Ich habe das Switchboard, was ich auch aus dem Klienten, also aus dem Windows-Klienten oder auch aus dem Mac-Klienten kenne, wo ich unterschiedliche Ansichten habe. Aber da gehen wir halt im Detail auch nochmal zu anderen Schulungen drauf ein. Und ich habe hier die Einstellungen, wo ich dann entsprechende Einstellungen vornehmen kann. Natürlich verwenden für 3CX Mobil Client und dann meine Präsenzbezeichnungen kann ich hier einstellen. Rufweiterleitungen kann ich konfigurieren. Das heißt, wenn ich den Nebenstellenstatus ändere, dann werden meine Anrufe, meine eingehenden Anrufe anders behandelt. Ich habe die Möglichkeit, Ansagen hochzuladen und so weiter und so fort. Und hier unten unter Einstellungen QR-Code scannen sehen wir auch nochmal den QR-Code, den ich nutzen kann, um mein Telefon zu konfigurieren, meinen Mobilklienten zu konfigurieren auf meinem Smartphone, sodass ich da den Klienten dann entsprechend auch nutzen kann. Hier sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Bisher ist es so im Service Pack 6, dass der Klient, der Webklient immer per Standard als CTI konfiguriert ist. Das heißt, ich brauche irgendwo ein Telefon, über den das Ganze dann seine Anrufe ausführen kann. Bisher war das immer so. Mit der Service Pack 6 von der Version 15.5 haben wir unter Einstellungen Telefon-Klient-Optionen eine Checkbox, die mir sagt,
Moment. Einstellungen 3CX PWX ist es. Ziemlich sicher zumindest. Hier. Allgemeine Optionen. Enable WebRTC Softphone in Webclient. Bisher noch als Beta-Funktion, deswegen nicht per Standard aktiv. Aber wenn ich diese Checkbox setze und auf OK drücke, dann habe ich im Webklienten auch die Möglichkeit, wenn ich den neu lade, zu sagen, er soll nicht als CDI funktionieren, sondern als eigenständiges Softphone. 3CX Webclient. Und jetzt brauche ich kein Hardware-Telefon mehr, kann mich mit meinem Teilnehmer direkt an dieser Web-Oberfläche anmelden und kann hierüber entsprechend Anrufe ausführen. Man sieht hier den Wählvorgang, man sieht im 3CX-Klienten für Mac, dass der Anruf eingeht. Und wenn ich ihn jetzt annehme, dann höre ich mich selber und eine schöne Rückmeldung. Deswegen beende ich das Gespräch wieder. Andersrum geht das Ganze natürlich genauso. Ich kann jetzt hierüber die Frau Peter anrufen. Sehe ich hier den eingehenden Anruf, kann annehmen, ableiten, ablehnen, umleiten und so weiter und so fort. Okay, ich gucke mal kurz hier rüber, ob ich noch irgendwas habe, was ich vergessen habe. Das hatten wir besprochen. Wir brauchen ein unterstütztes Telefon mit der entsprechenden Firmware. Wir brauchen alternativ die Applikation auf einem der Softphones. Und dann können wir das Ganze nutzen. Wir haben auch gesehen, wie ich das Ganze öffne und einstelle. Natürlich habe ich im Webklienten die Möglichkeit, ein Wählfeld zu nutzen. Das ist hier oben versteckt. Hier kann ich jetzt auch meine Nummern eingeben. Anrufe annehmen und ablehnen, sowie umleiten. Das funktioniert auch alles über den Webklienten. Und dann haben wir noch die Erweiterungen für den Browser für Click-to-Call. Die beiden gibt oder die gibt es für die beiden Browser Chrome und Firefox. Jeweils auf die Erweiterungen gehen und die Erweiterungen entsprechend in den Browsern aktivieren. Für Firefox wäre das hier oben, Add-ons. Und dann suche ich auch hier einfach nach 3CX. Dann sollte hier gleich das Click-to-Call-Add-on vorgeschlagen werden. Hier ist es. Und das kann ich jetzt einfach herunterladen und entsprechend aktivieren. Alternativ kann ich auch über die Teilnehmeroberfläche, über die, ja, Teilnehmeroberfläche, über den Webklienten auf mein Logo gehen und sagen, Click-to-Call installieren. Auch dann werde ich automatisch auf die entsprechende Seite gepackt. Das Ganze kann ich dann aktivieren, muss dann noch ein paar Einstellungen vornehmen im Browser. Wo ist es? To Firefox hinzufügen. Und hier oben sehe ich dann mein entsprechendes Symbol. Wenn ich hier draufklicke, habe ich jetzt die Möglichkeit, entsprechend genau meine Daten nochmal einzugeben, falls dies erforderlich ist. So habe ich die Möglichkeit, die Click-to-Call-Funktion zu nutzen. Ansonsten ist das Ganze nochmal, ach so, hier war es für Chrome. Ich habe es für Firefox gezeigt. Und wenn das Ganze installiert ist, dann kann ich auf irgendwelche Telefonnummern klicken, die als Telefonnummern erkannt werden und dann wird diese Nummer direkt aus dem Webklienten herausgewählt. Damit sind wir auch mit dem dritten Foliensatz durch. 17:29 Uhr. Ich bin ganz stolz auf mich. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich es in der Zeit geschafft habe. Wenn nichts weiteres mehr anliegt, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle den Break für heute. Morgen findet das Ganze wieder wie heute um 15:30 Uhr online statt. Ich hoffe, dass wir uns alle wiedersehen. Auch für die, die jetzt noch da sind, vielen, vielen Dank fürs Durchhalten und für die absolut unglaubliche Beteiligung. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, Sie konnten was lernen und hatten auch ein bisschen Spaß an der ganzen Sache. Und ja, schönen Feierabend. Erholen Sie sich gut. Wir sehen uns morgen. Auf Wiedersehen. Tschüss.